Eine Frage hat mich erreicht, da wir hier gerade eine Webseite bauen für einen Coach und allgemein ganz viel über das Thema Unternehmertum reden. Wie geht man denn mit Kunden um, die bereits im Erstgespräch auf diese Frage eingehen? Wie sieht es mit deinen Preisen aus? Also die sich direkt im ersten Moment auf den Preis fokussieren. Was sollte man da tun? Dazu habe ich einige Gedanken. Nummer 1. Du solltest dich niemals, absolut niemals über deinen Preis definieren. Dein Preis ist nicht dein USP. Ja? Dein Unique Selling Proposal, deine Sache, die dich einzigartig macht, ist niemals dein Preis. Und falls doch, herzliches Beileid. Es gibt verschiedene Sachen, wie man dafür sorgen kann, dass man entsprechend punkten kann gegenüber Leuten, die quasi in einem zu Konkurrenz stehen. Preis ist einer von diesen Faktoren, aber der ist keiner von den Faktoren, die dich definieren sollten. Was dich auszeichnen sollte, was dich quasi definieren sollte, ist deine Leistung, die Qualität deiner Arbeit. Die Geschwindigkeit ist eine gute Sache. Und ein dritter Faktor, der sehr häufig unterschätzt wird, gerade bei Selbstständigen, ist die Persönlichkeit. Dazu gibt es auch eine hervorragende Rede, die ich euch schon 100-mal verlinkt habe. Die nennt sich Make Good Art von Neil Gaiman, die er bei einer Universität gegeben hat. Und da redet er über das Thema Freelancing im Allgemeinen. Und eine der witzigsten Sachen, die er in dieser Rede behandelt, ist, dass 2 von 3 ausreichen. 2 out of 3 is fine. Er bringt es dann auch mit Beispielen. Er sagt, wenn die Arbeit, die du ablieferst, immer tolle Qualität hat und du die immer schnell ablieferst, dann interessiert es eigentlich keinen, wenn du quasi keine Social Skills hast. Und genauso ist es okay, dass Leute werden damit zurechtkommen, dass die Qualität deiner Arbeit nicht ganz so fantastisch ist wie die Qualität von anderen Leuten, wenn du schnell bist, wenn du immer die Arbeit schnell ablieferst und wenn es immer cool ist, von dir zu hören, wenn du quasi ein sehr freundlicher Mensch bist. Und das Letzte eben auch, also auch wenn die Geschwindigkeit relativ langsam ist, ist nicht das riesige Problem, wenn die Qualität dafür stimmt und du eben ein angenehmer Typ bist. Also 2 von 3 reicht aus. Ihr müsst nicht der Tausendsasser sein, ihr müsst nicht alles können. Und wie gesagt, der Preis ist ein Faktor, aber der sollte nicht der entscheidende Faktor sein. Dieses Problem gehst du ansonsten sehr gut an, indem du in deiner Preisverhandlung, in deinen Erstgesprächen auch schon einen komplett anderen Ansatz wählst. Du möchtest nicht anfangen mit welches Budget habt ihr zur Verfügung, weil natürlich ist das Budget auch für den Kunden ein wichtiger Faktor. Ihr müsst den Kunden direkt in eine Richtung lenken, also gerade quasi seine Gedanken so ein Stück weit lenken. Und zwar, wo willst du hin? Welches Ergebnis möchtest du erreichen? Wenn der Kunde dann plötzlich anfängt und sagt, ich möchte eine Webseite haben, mit der ich jeden Tag irgendwie 400 Schuhe verkaufe oder irgendwie sowas, und dann hast du jetzt ein Ergebnis, das schon mal so ein Stück weit greifbar ist, dann kannst du von dem Ergebnis andere Sachen ableiten. Ja, dann kannst du zum Beispiel sagen, okay, alles klar, wie viel verdienst du jetzt mit so einer Webseite? Plötzlich sagt der Kunde dir, ja, okay, unsere durchschnittliche Marge sind irgendwie 10%. Einen Schuh verkaufen wir im Schnitt für 60 Euro. Das heißt, wir machen pro Schuhverkauf 6 Euro Gewinn. Wir verkaufen 100 Stück am Tag, dann reicht es wahrscheinlich nicht ganz naja, wenn man alleine ist, reicht es natürlich, aber dann mache ich irgendwie 600 Euro am Tag. Ja, ist so, ihr kommt quasi in eine Richtung, wo ihr dem Kunden zeigt, dass es euch nicht primär darum geht, Geld zu verdienen, sondern euch geht es primär darum, dass ihr ein Problem für den Kunden löst. Sobald ihr das hinbekommt, dass der Kunde das selbst ebenfalls so wahrnimmt, dass der Kunde eben auch versteht, ihr seid nicht hier, um Geld zu machen, ihr seid da, um Probleme für ihn zu lösen, rückt auch für den Kunden selbst das Thema Geld plötzlich in den Hintergrund. Ihr baut es dann quasi aus im Gespräch mit dem Kunden. Nachdem ihr quasi die Ziele mit ihm gemeinsam festgehalten habt und erörtert habt und dann von den Zielen quasi ableiten könnt, was für den Kunden dabei rauskommt am Ende, ist jetzt plötzlich möglich, dass man das Ganze umkehrt und dem Kunden sagt, alles klar, wir haben jetzt verstanden, was deine Webseite später leisten können muss, und das muss nicht auf das Beispiel Webseiten bezogen sein, das geht für jeden Businessbereich. Nachdem wir es rausgefunden haben, was die Dienstleistung, die du von mir erwartest, für Ergebnisse für dich bringen soll, was wäre dir es wert, wenn ich dieses Problem, diese Herausforderung, die du gerade hast, alle für dich löse. Und jetzt plötzlich haben wir ein Umdenken beim Kunden. Plötzlich sagt er nicht mehr so, wenn du sagst, ja, Webseite bei mir kostet 20.000 Euro, so, 20.000 Euro ist aber viel. Sondern der Kunde sagt plötzlich, boah, ich könnte mit meiner Webseite 300.000 im Jahr verdienen. Das garantiert mir jemand. Der sagt mir, ich kann dir eine Webseite bauen, mit der kannst du 300.000 im Jahr verdienen. Ja, ich mache das, ich löse dieses Problem, ich habe die Qualifikation dafür. Natürlich müsst ihr entsprechend auftreten in dem Gespräch. Natürlich müsst ihr Testimonials haben. Ihr müsst unter Beweis stellen können, dass ihr dieses ganze Fachwissen habt, das dazu notwendig ist. Aber sobald ihr das hinbekommt, dass der Kunde euch wahrnimmt als jemand, der ihn in eine Idealposition für ihn selbst versetzen kann, der jemanden dahin schieben kann, was sind denn jetzt zum Beispiel 50.000 Euro für eine Webseite, wenn auf der anderen Seite 300.000 Euro Gewinn pro Jahr rauskommen? Es ist eine komplett andere Sichtweise auf dieses ganze Problem, als zu sagen, ich brauche eine Webseite, du sagst, oh, die kostet 20.000 Euro, und sagt der Kunde, boah, 20.000 Euro habe ich aber nicht. Ja? Ihr müsst quasi den Kunden zeigen, wo ist das Ergebnis?
Ergebnis holst du hin? Wie kommen wir dahin? Ja, ihr zeigt so ein paar Schritte auf, ihr schreibt ein Angebot dafür und ihr fragt den Kunden wirklich, was ist dir sowas wert? Und dann kann sogar sein, dass der Kunde sagt, naja, wenn die Website am Ende wirklich 300k im Jahr macht, dann ist mir die 100k wert. Und plötzlich seid ihr auf einem effektiven Stundenlohn, der jenseits von gut und böse ist. Ja, ihr seid plötzlich nicht mehr bei euren, was weiß ich, 30, 40, 50, 100 Euro pro Stunde, sondern ihr könnt jetzt theoretisch diese Website in 5, also selbst wenn ihr die 500 Stunden zusammenschraubt, habt ihr am Ende ganz gut verdient. Ja, noch besser ist es, wenn ihr die in 50 Stunden zusammenschraubt oder in 100, anstatt 500. Das ist quasi meine Zusammenfassung, meine Gedanken zu diesem Thema. Wie geht man damit um, wenn der Kunde quasi im Erstgespräch schon auf den Preis gehen will und das für ihn der entscheidende Faktor ist. Ansonsten noch ein Schlusswort dazu. Falls ihr es nicht hinbekommt, dass der Kunde quasi umdenkt und dem Kunden der Preis das absolute A und O Argument ist, dann hat der Kunde das falsche Mindset. Ich habe ganz wenige Leute, die nachhaltig erfolgreich sind mit ihrem eigenen Business, wenn die von Anfang an jede Ausgabe als Hindernis verstehen. Ja? Man muss, eine Ausgabe ist im Idealfall eine Investition in den Erfolg des eigenen Businesses. Dieses Mindset müssen die Leute haben, damit die im Business erfolgreich sind. Und dann stellt euch eben selbst auch die Frage, wenn jemand das nicht begreifen will, wenn jemand überhaupt nicht von euch sich in diese Richtung lenken lassen will, dass der auf Ziel blickt, auf das Licht am Ende des Tunnels, anstatt nur Probleme zu sehen vor sich und einen großen Preis, der an eurer Dienstleistung dranhängt, dann ist der vielleicht auch selbst so ein Stück weit dazu geweiht, dass er nicht erfolgreich wird und wollt ihr mit so jemandem arbeiten. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass jedes Mal, wenn ich solchen Leuten abgesagt habe, ich das am Ende nicht bereut habe und ich mich sogar besser gefühlt habe danach. Natürlich ist es am Anfang schwierig, wenn man erst neu startet mit dem Business, aber langfristig ist es die richtige Vorgehensweise, das kann ich dir garantieren. Falls sich diese Themen interessieren, Selbstständigkeit, Unternehmertum und so weiter, normalerweise mache ich eigentlich Webdesign, aber ihr seht schon, wir können auch mal über was anderes reden. Guck gerne mal bei uns im Stream vorbei, abonnier mal den Kanal, da gibt es noch mehr Videos dazu. Wir haben eine eigene Playlist zum Thema Selbstständigkeit und Unternehmertum und dann lernst du bitte hoffentlich auch noch ein paar eigene Sachen, die dich nach vorne bringen, damit es mit deinem Business auch klappt, im Speziellen, wenn du Webdesigner werden willst. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald mal im Stream. Bis dann.